So Leute, hier geht's natürlich jetzt auch wieder weiter mit Let's Play Digimon Wild Dusk. Und wir sind bei immer noch bei Sia Galantmon. Keine Ahnung, für was das CA steht. Cyber, was weiß ich was. Keine Ahnung auf jeden Fall. Ja, und ich habe herausgefunden, für welches Attribut er eine Schwäche hat. Das ist ziemlich witzig, das ist nämlich das Kampfattribut, was ich bei einem Ritter nicht verstehe. Ich meine, ihr müsst mir recht geben, er sieht aus wie ein Ritter. Ich meine, er hat Speer und Schild und da denkt man sich eigentlich ja, hey, Kampfattribut eigentlich nicht so effektiv, weil Rüstung und Schild und Rüstung und dann ist es doch effektiver als man denkt. Was ich eigentlich nicht wirklich für machbar gehalten habe, beziehungsweise ich eigentlich nicht für sehr effektiv gedacht habe. Aber naja, man kann ja nicht alles so haben, wie man es denkt. Ansonsten wären jetzt schon ein paar Sachen ganz anders gewesen. Wie beispielsweise der heutige Tag. Yay! Und ein paar andere weitere Sachen. Dark Galantmon. Eigentlich ein ziemlich cooles Digimon, wie ich finde. Da ich ja schon Digimon Rumble Arena 2 gespielt habe, finde ich das wirklich genial, das Digimon. Mit dem kann man ziemlich gut spielen. Auf Level 60 ist er jetzt auch noch ganz toll, vor allem mit Dunkelheitserfahrung. Der wird mir einen Haufen bringen, oh, das sehe ich jetzt schon. Das ist, da machen meine XP-Leisten einfach nur BOOM und dann, ja, habe ich schon mal ein paar Level-Ups. Ein paar, mehrere. Scheiße, ich dachte, ich habe jetzt gesehen. Nein. Naja, egal. Muss er halt so drauf gehen. Mit einem normalen Schlag. Yay. Ach komm schon. Wie viel Leben ist dieser kleine Balken bitte? Das kann auch... Das waren jetzt 500 Leben oder was? Oder 400 oder so. Und wie ich schon gesagt habe, und es macht BOOM und ich habe Level-Ups für alle. Multi-Recovery habe ich sogar 4320 Erfahrungspunkte dazu, finde ich sehr schön. Ja, Ogremon ein Level, Cresmon ein Level, Dark Tyrannomon ein Level, nein, Dark Tyrannomon 4 Level, sorry. Und Ex-Tyrannomon hat natürlich auch nochmal 4 Level hinzubekommen, was ich genial finde. Ich bin... mein Kopf. Bam, bam, bam. Ach so, Chaos Galantmon. Ja, das macht Sinn. Chaos Galantmon. Krieg ich wieder ein. Ausrufezeichen auf Doom. Wo bin ich? Was bin ich? Chaos Galantmon. Du wurdest infiziert. Du wurdest von einem Virus infiziert. Ausrufezeichen auf Doom. Virus, dann ich. Bam, bam, bam. Julia! Romeo und Julia. Julia, wach auf! Chess ist hier! Wie lange hast du noch vor, zu schlafen? Ja, kann sie kein Mittagsschläfchen machen oder was? Ist sie jetzt nicht erlaubt oder wie? Wo bin ich? Was bin ich? Warum dieses Was bin ich? Falls ich es nicht falsch übersetzt habe. What am I? Das übersetze ich als Was bin ich? Who am I? Das würde ich ja verstehen. Das würde ja heißen, wer bin ich? Oder? Was bin ich? Ja, toll. Chaos Galantmon, was ist passiert? Wir sind in die Falle des Gegners getappt und wurden kontrolliert. Du bist Co. von der Light Fang. Ja, bist du okay, Chief Julia? Es ist genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen, um uns zu retten. Hero! Ich verstehe. Danke dir, Chef. Ich habe eine merkwürdige E-Mail erhalten, die gesagt hat, dass ein Geheimnis in Thrillerines ist. Also sind Chaos Galantmon und ich losgelaufen, es zu investigieren. Nach
Was danach passiert ist, daran kann ich mich nicht erinnern. Es sieht so aus, als ob ich von einem Virus infiziert wurde, als ich das von dem Virus infiziert wurde, der die Stadt angegriffen hat. Verdammt, habe ich das vorher nicht gelesen und dann irgendwas mit Scannen, aber ich glaube, der Virus war noch nicht komplett gelöscht. Ich habe einen Fehler gemacht. Der Gegner versucht in jedes Programm reinzukommen, welches die City oder in jedes Programm der Stadt zu kommen, um jeden zu kontrollieren. Bam bam bam. Ist das so? Also wurde auch ich kontrolliert. Könnten Sie etwas zu mir, mir angetan haben? An was hat sie jetzt bitte gedacht? Rape? Auf jeden Fall, wir haben ein größeres Problem. Wir müssen die ganze digitale Welt beschützen. Nee, echt jetzt. Wann müssen wir das nicht machen? Wir müssen auch etwas wegen Ponchs Gruppe unternehmen. Und dieses Ding, das sie zusammenhält. Ist es ein Virus? Wir müssen es analysieren. Richtig, lass uns die Union sofort kontaktieren und für Verstärkung nachfragen. Ja. Als ob ich nicht Verstärkung genug bin. Oh yeah, eine Kiste, noch eine Kiste, noch eine Kiste. Und da ist nichts. Das ist jetzt enttäuschend, dass da nichts ist. Aber ich hätte jetzt wahrscheinlich auch in diesem Gebiet habe ich jetzt wahrscheinlich auch nicht alle Kisten. Mega Dramon! Weil ich nicht jeden Weg gelaufen bin, also höchstwahrscheinlich habe ich nicht alle Kisten. Falls ich da jemals wieder reinkomme, was zu 90% sicherlich ist, dann werde ich schauen, dass ich vielleicht noch die Kisten einsammle, die ich nicht habe. Nein, dann machen wir jetzt Pit Crusher. Yay! Ich treffe zwei Gegner auf einmal. Jawohl! Und mache eigentlich auch sehr schön Schaden. Jetzt brauche ich einen Angriff, der wirklich alles gut trifft und gut Schaden macht, und dann mache ich voll BAM und dann sind sie alle weg. Ups. Ich hatte eben zu Abend gegessen. Ist doch was Schönes. Oh Gott, wieso muss ich gerade denken an wie hieß diese Ente mit dem Lied? Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich und boah. Also ich kann auf jeden Fall nicht singen. Hat man, glaube ich, gemerkt. mehr brauche ich, glaube ich, gar nicht sagen. Alfred Jodorowsky Quack hieß der, glaube ich. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Aber sollte so heißen, soweit ich weiß. Falls ich mich noch richtig erinnere. Aber ja, sollte eigentlich so sein. Alfred Jodorowsky Quack. Jodorowsky. Der ist sicherlich sehr zufrieden mit seinem Namen. So, was haben wir hier denn? Jetzt dann auch noch gleich so. Ach ja, was mir aufgefallen ist. Jetzt kommt das Bild, bevor der Ton kommt. Vorher war es ja genau andersrum. Das ist ein bisschen blöd. Und wieder zwei Level up. Yay! Da muss ich vielleicht irgendwann mal versuchen, was zu machen. Ich habe ja jetzt schon was gemacht, das wirklich eigentlich mehr oder weniger gepasst hat. Oh Gott, Reptile-Drammer. Warum taucht das Vieh hier auf? Das ist mir immer noch ein Rätsel. Ja, das Digimon sollte man eigentlich aus dem vorherigen Digimon-Teil kennen, das Digimon wollte erst. Aber hier ist es wohl ein bisschen stärker, wie es aussieht. Und ja, werden wir ja schon alle sehen. So. Die Kämpfe jetzt lasse ich erstmal drin. Ist ja sowieso nicht mehr lang, bis ich aus diesem Gebiet hier rauskomme. Und dann ist es sowieso wurscht. Dann komme ich wahrscheinlich sowieso erstmal nicht so schnell in irgendeinen Kampf rein. Dino Slash.
Aha. Ich muss gerade wirklich ein paar Animes oder Cartoons. Ich weiß nicht genau, ob man das als Anime oder Cartoon ansehen kann. Und zwar Dinosaur King. Für mich ist es eher... ja, okay, es ist kein Cartoon, es ist ein Anime. Cartoon hat anderen Zeichenstil. Ja, das hat mich gerade diese Dino Slash dran erinnert. Habe ich früher gerne geguckt, muss ich ehrlich sagen. Da ich eigentlich ziemlich gerne irgendwas mit Dinosauriern... Also weil ich Dinosaurier ziemlich gerne mag. So sollte der Satz richtig sein. Gott, ich erinnere mich gerade an den größten Scheiß, ne? Das ist unfassbar. In meinem Ernst, das ist wirklich verdammt unfassbar. Aber naja, man kann da ja nichts machen. So. Sieht so aus, als ob Punch und die anderen wieder okay sind. Okay werden. Wir haben wieder jeden neu untersucht, der vom Gegner angegriffen wurde. Also lass uns einfach warten und für eine Weile abwarten und Tee trinken, sag ich mal. Wir sehen uns gleich von der Weile. What the fuck? Gleich wieder da. So wieder da. Ein Impfstoff wurde aus dem Virus hergestellt, der von Ponch und den anderen rausgenommen wurde. Und von den Digimon. Aus der Dark N-Bereich wurde er. Okay, ich hätte vielleicht ein bisschen genauer lesen sollen. Und ich habe die Stimme total vergessen. Jawoll! Jetzt sind alle Bereiche von Dark Moon City wiederhergestellt. Es wurden. Cool, machst du dir Sorgen wegen Sunshine City? Ja, ich kann nicht glauben, dass die anderen Lightfang sich so komisch benommen haben wegen einem Virus. Pulse und was weiß ich, wie der andere hieß. Ja, genauso wie ich. Wurden sie entweder infiziert, als die Stadt angegriffen wurde, oder sie wurden im Digi-Bereich infiziert, angegriffen und infiziert. Julia, was ist los? Es ist keine gute Idee, Code zurück nach Sunshine City zu schicken. Bam, bam, bam. Nein, aber ich muss jeden retten. Es ist zu gefährlich, alleine zurückzugehen. Wenn die Sandal Bridge wiederhergestellt ist, werden wir dir helfen. Bitte warte bis dahin. Ich denke, es ist sicher zu sagen, dass die Lightfang Tamers jetzt vom Gegner kontrolliert werden. Chess, willst du dich um Co. kümmern, bis wir den Gegner besiegt haben? Ja, kommt gar nicht gay rüber. Das war das Falsche. Ups. Ich verstehe, dann ist hier keine andere Möglichkeit. Willst du dann zu meinem Haus kommen, Co? What the fuck? Chief Julia, warum der Lightfang? Warum das Lightfang King? Kind? Was denkst du? Ernsthaft? Ich... Bist du dir sicher, Chief Julia? Natürlich. Willst du nicht mit mir bleiben? Yeah. Chief! Julia, lass uns doch Chess um ihn kümmern. Nein? Kümmer dich gut um ihn, Chess. Danke, dass du mich reinnimmst, Chess. Yeah. Also, das wurde geregelt. Jetzt müssen wir uns einen Weg überlegen, wie wir Lightfang retten können. Vielen Dank, Chief Julia. Co, wir müssen mit Chess reden. Denkst du, du kannst uns jetzt kurz allein lassen? Ja. Fastmon? Achso, ja, wir sollen Fastmon zu dem bringen oder so, keine Ahnung.
Oder Bescheid sagen, soll ich? Genau. Chief Schuler, Chaos Galantmon, vielen Dank. Ja. So, Chef, ist es wahr, dass der Enemy, dass der Gegner J, YMIR gesagt hat? Ja, YMIR. Statt dem neuen iPhone oder iPad gibt's jetzt YMIR. Jawohl. Wirklich? Das bedeutet? Julia. Lass uns zuerst die Datenbank überprüfen. Chess, du sollst jetzt extrem vorsichtig sein. Vergiss nicht beim Quest Shop bei was weiß ich, wie man es nennen kann, vorbeizuschauen. Ja, Counter. Ist, Counter ist für mich nicht ein Zähler, aber ich weiß, es gibt ja auch noch einen Bar-Counter, das ist dann diese Bar-Tisch und alles. Ich meine das Teilchen, ne? Dark Center. Piedmon! Sirenen und beendet und 105 Zimmer Points und sau viel Geld und ein Goldschwert und ich muss noch mehr machen. So, nehmen wir doch gleich mal auch schon mal die nächste Quest an. Ja, und nach ganz unten und da ist nichts. So, hast du was für mich? Erstmal natürlich schauen. Und nach ganz unten. Und der hat hier sogar was. In Dark Office. So. Grab Leomon. Wo bin ich jetzt eigentlich? Das ist Dark Center. Ja, schon. In Dark Office. Ja, da steht er doch. Chess, an dem anderen Tag bin ich nach Frillerine gelaufen, um zu trainieren. Ich habe meinen kostbaren Armor-Knuckle verloren. Ich habe gegen viele Digimon gekommen. Ich habe dann gegen viele Digimon gekämpft. Also denke ich nicht, dass ich wieder sicher zurückkomme, wenn ich wieder dahin gehe. Bitte, Chess, geh für mich nach Frillerines und hol mir meine Armor-Knuckle zurück. Ja. Wenn er schon wegen so ein paar Viecher stirbt, dann hat er ein kleines Problem. So, und ich schaue jetzt einfach mal hier bei meinem Dings vorbei. Bei meinem Dings, ja. Auf meiner eigenen Insel vorbei. Um keine Ahnung was zu machen. Als erstes, weiß nicht, einfach blöd durch die Gegend zu laufen. Wo ist jetzt dann eigentlich Co., wenn ich mir blöd fragen darf? Ich soll mich ja um den kümmern, aber wo ist er eigentlich? Ach, der gammelt da unten? Hey, what the fuck? Reden wir doch mal mit ihm. Mal schauen, was er uns zu sagen hat. Mehr nicht? Ernsthaft? Mehr nicht? Jetzt bin ich doch schon so ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, da kommt jetzt mehr. Aber na egal. Ich glaube, hier mache ich dann Schluss. 19 Minuten müsste ich dann drin haben. Gleich demnächst volle 19 Minuten. Ja, mehr habe ich eigentlich auch nicht zu sagen. Hier werde ich dann auch zu Ende machen mit diesem Part. Dann sage ich euch jetzt schon mal auf Wiedersehen, Leute. Viel Spaß beim Schauen von anderen Let's Plays. Sich einen runterzuholen, irgendwas zu zocken oder... Ich weiß nicht, was ihr sonst noch macht. Keine Ahnung. Es sollte mir, glaube ich, noch relativ wurscht sein. Auf jeden Fall, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von Let's Play Digimon World Dusk. Auf Wiedersehen. Und ja, viel Spaß bei was auch immer.